Hallo miteinander. Ich habe ein ganz besonderes Erlebnis mit der SBB gehabt und ich kann gerne darüber erzählen. In den letzten paar Monaten habe ich hauptsächlich von zu Hause aus gearbeitet und versuche die ÖV und SBB so gut wie möglich zu meiden. Jetzt ist es aber nicht immer möglich, das so zu machen. Und darum bin ich dann nach Aarau gefahren, zusammen mit für Massvoll. Und da ist das ganz Spezielle passiert. Normalerweise SBB-Personal großteil ignoriert, wenn man keine Maske trägt. Es gibt auch keine rechtliche Grundlage dafür. Sie dürfen euch deswegen nicht schikanieren oder irgendwie aus dem Zug ausschliessen. Doch an dem besagten Wochenende von Massvoll-Demo in Aarau hat die Zugbegleiterin mich kontrolliert. Ganz normal, das Billett hatte ich. Dann hat sie aber nach der Maske gefragt. Ich habe gesagt, es gibt keine Grundlage und es gibt keine rechtliche Grundlage für die Maske. Und dann darauf aber hat sie gesagt, ich soll doch bitte in der nächsten Station den Zug verlassen. Das ist schon ein, zweimal passiert. Meistens hat es sich dann irgendwie gerade gepasst, weil die Station sowieso die geschrieben und ich will nur steigen. Aber in dem Fall war es nicht der Fall gewesen. Sie hat dann darauf bestanden, dass ich die Maske unbedingt trage. Ich habe gesagt, es gibt keine rechtliche Grundlage. Und darauf aber hat sie mir gesagt, sie werde die Zug in der nächsten Station anhalten, bis ich entweder aussteige oder Maske trage. So gesagt, so angedroht hat sie das auch gemacht. Und ich habe dann gesagt, ich mache da nicht mit und so weiter. Und das sehe ich nicht rechtens. Und auch mehrere Passagiere neben mir haben mir sogar Recht gegeben, obwohl die Maske getragen haben. Jetzt haben sie aber, hat sie das dann auch wirklich Lokführer das Telefon genommen und gesagt, bitte fahr nicht weiter bei der nächsten Station, wir haben Maskenverweigerer. Gut. Dann habe ich ihr das so gesagt, das ist nicht rechtens und sie schikanieren, sie machen eine Massenbestrafung, was selbst im Militär nicht also in dem Sinn erlaubt ist. Und dann habe ich aber nach etwa 3 bis 5 Minuten habe ich dann nachgegeben und habe mir eine Maske entgegengenommen von jemandem und sie angezogen. Weil ich habe gesagt, gut, ich muss noch eine Station in dem Sinn weiter. Dementsprechend habe ich mich dann beugt, aber ich finde das absolut, das passt eigentlich, ist eigentlich eine Nötigung. Eine Pressung so fast. Geiselhaft noch oben drauf. Also das geht gar nicht.